Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Questbelohnung hole ich mir irgendein anderes Mal. Wir reisen nach Norden. Trommelwirbel. Donauanlegestelle. Ja, in Österreich. Ja, servus, Grüezi. Hallo. Oh. New Lands, Errungenschaft bei Steam. Cool, kann ich da raufgehen? Ah, nee, das ist Maximum, okay. Okay. Cool. Steh gern am Hafen und schau dem Treiben zu, wie die Bötchen so herumschaukeln. Und wie die Sonne langsam untergeht und dann wieder einen anderen Schatten wirft. So schön. So schön. So schön. Ey, Trolle. So hat man nicht gewettet. Die kommen da aus den Wäldern raus. Ganz witzig. Sieht interessant aus. So richtig saftig grün. Kommen wir gleich zu den Hobbitsen. Ich wollte es gerade sagen, Dago. Nee, mache ich gerne. Ihr könntest gerne auch mal bei der Sayobe vorbeischauen. Für Elix. Ich habe mir jetzt heute erst euer Dingens angeschaut, euer Silence. Heuneburg. Cool. Sieht ja auch so richtig Hobbit-mäßig aus da. Oh, ein Hündchen. Oh, geil. Ja, ich bin mit sowas zu ködern. Mit schön gestalteten Orten. Einfach der Hammer. Hey, hast du meine Frau Kaumine irgendwo gesehen? Dieses nutzlose Weib ist schon den ganzen Tag fort. Hat irgendetwas von Essen gefaselt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber jetzt bin ich am Verhungern und sie ist immer noch nicht da. Na, dann suchen wir mal dein nutzloses Weib. Sind seine Worte, nicht meine? Boah, nice. Sieht cool aus. Gefällt mir. Da oben stehen die Wachen. Und bewachen, was auch immer. Oh. Ich komme nicht raus. Nur mein Stab guckt raus. Das wird wohl noch dauern, bis ich da hinkomme. Ja, Dago mit Facecam. Das ist alleine schon das Highlight. Ich bin Gorkun, der Besitzer der Mine von Lemberg. Wer Salz will, kommt zu mir. Ja, auch Glauberg liegt in der Richtung. Aber ich bin kein Fremdenführer. Wenn du jedoch dort entlang gehst, habe ich vielleicht einen kleinen Geschäftsvorschlag für einen fähigen und vertrauenswürdigen Krieger wie dich. In letzter Zeit kommen nur noch unregelmäßig Lieferungen aus der Mine. Irgendetwas da unten hält die Arbeiter davon ab, Salz abzubauen. Und die Wachen können der Lage nicht Herr werden. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte, aber wenn du dieses kleine Problem für mich löst, belohne ich dich gut dafür. Mhm. Weiß ich im Vorhinein schon, wie gut die Belohnung ist? Ja, naja. Cool wäre, wenn man verhandeln könnte, so. Pah. Das ist doch absolut billig, was du mir bietest. Ich will viel mehr. Sei gegrüßt, Fremder. Wenn du unseren Häuptling suchst, ist sein Haus das große hinter dem Marktplatz. Das kannst du gar nicht verfehlen. Was auch cool ist, ist, dass die Musik ein bisschen leiser wird, sobald jemand anfängt zu reden. Boah, sieht das cool aus. Boah, sieht das geil aus. Richtig frisch und saftig. Und die Felsen schauen auch richtig geil aus. Was sind das? Hui! Okay.
Da gibt es dann in den Norden. Und das ist dann wieder irgendein abgedrehtes Endboss-Gebiet, nehme ich mal an. Akt 5 lässt grüßen. Da haben wir wieder einen Karawanenhändler, also Treiber mit seiner Truhe. Das ist eine Truhe, das hätte ich gerne in Diablo 3. Eine fette große Truhe und ein Übergabebereich. Ich glaube, dann wird keiner mehr Diablo 3 spielen, dann wird jeder Diablo 2 spielen. Alte Grafik hin oder her. Der Fluss ist um diese Jahreszeit wunderschön. Hallo. Ich könnte den Schiffen stundenlang zusehen und darüber nachdenken. Ich auch. Sie wohl kommen. Ja. Der Fluss dient uns nicht nur als Handelsroute. Nein. Er gibt uns noch viel mehr. Manchmal wissen wir es nicht. Ich gebe dir auch viel mehr. Was hat sie gerade gesagt? Musik ist auch nice. Willkommen, Krieger. Ich bin Budorix, Häuptling der Windelika. Asterix! Ich habe schon Geschichten wie deine gehört. Von seltsamen Angriffen im Norden. Aber nichts, was handfest genug wäre. Der Helm. Wir haben hier unsere eigenen Probleme, um die wir uns kümmern. Und auch wenn der Handel gut ist, sind diese Nordmänner genauso oft unsere Feinde wie unsere Freunde. Wer weiß schon, warum ihre seltsamen Götter sich gegen sie wenden würden. Vielleicht haben sie ihren Zorn verdient. Meinetwegen darfst du dem natürlich gerne nachgehen. Der Weg ist lang, gefährlich. Wenn du durch das Haupttor hinausgehst, folge dem Weg auf den Lemberg, Osten. Unser Wachtposten dort oben kann dir sagen, wie du am besten nach Glauberg kommst. Kriegerprinzessin, aber hallo, da bin ich doch schon unterwegs. Der Helm ist cool. Was ich schade finde, dass Mike seine wieder Kopf wackelt. Warte, machen wir nochmal. Warum muss ich mich hier nicht kümmern? Handel, Politik, Probleme mit der Mine. Und dann tauchst du noch hier auf. Es war einfacher. Schau mich halt an, wenn du mit mir redest. Ich könnte an der Seite meines Neffen neue Lande erobern. Aber ja, ich will mich nicht beklagen. Was ich schade finde, ist, dass man die Questgeber nicht umnieten kann. Wie in anderen Spielen, wie sicher bei Elex oder bei Skyrim. Dann würde ich den umnieten und würde mir den Superhelm schnappen. Vielleicht gibt es dann diese Kopfwackerbewegung gratis mit dem Helm dazu. Finde ich geil. So, jetzt ist die Frage, wo man hin muss. Komme ich da rauf? Schade. Schade. Nicht zu Hundi. Hundi! Oh. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Quests abgeholt. Und ich komme raus hier. Juhu! Tschüss, schöne Ortschaft. Wir sehen uns sicher wieder. Randgebiet der Heuneburg. Ein Händler aus dem Norden hat mir diesen Auerochsen verkauft. Er meinte, der könne doppelt so schnell pflügen wie unsere Ochsen hier. Und er ist so eine Wackelkatze, ja. Angeblich geben ihre Kühe aber weniger Milch als unsere. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich sie... ja, dazu ermutigen könnte, sich zu paaren. Hab nur paaren verstanden. Die haben alle diese Wackelköpfe. Aber mit dem Helm sieht das halt nochmal doppelt so cool aus. Pelziger Eber. Hier, lauf in meine schönen Fallen rein. Da, ja. Der nimmt auch jede Falle, die er kriegen kann. Die Eber kamen ja auch schon vor in Akt 1. Cool. Bin schon ein Fan von diesen Dingen da. Und diesen Minen.
Mit Wildschweinhäuten, ja, genau. Ihr fiesen Räuber, lasst die schöne Stadt in Ruhe. Abtrünniger Druide. Druidifix. Das war auch in Dark Souls, oder? Dago. Nur mir der Name für ein von Miraculix nicht eingefallen ist. Ich da meinte, dieser Druide, dieser Druidifix. Blaues Item. Ist das ein Set-Item? Nee. Schade. Und das ist ein neuer Gegner. Ein Troll, der mit Steinen wirft. Nice. Also es schaut auf jeden Fall aus, als wäre es ein abwechslungsreicher Akt, so von der Landschaft her. Man startet da in Griechenland, ist wahrscheinlich, um die ganzen Hardcore-Titan-Quest-Fans richtig abzuholen. Wie gesagt, der beste Akt in Titan-Quest, finde ich, der erste. Dann geht es dann in diese saftigen Wälder, später dann noch in die Nordgefilde. Alles dabei. Schwäbische Alb. Na schau. Dago, ist auch was für dich dabei. Na, jetzt kommen wir zu die Schwaben. Das war ja Schweizer Dialekt. Die haben bestimmt nichts zu verkaufen. Verdammt's. Lauter knausrige Händler, die nichts hergeben. Ich glaube, so sah es damals dort aus. Ich verschwind gleich wieder. Diese Schwaben. Na dann ab ins Schwäbische. Schauen wir vorbei über die Schwaben. Schwäbische Alb. Aber kann ich bestätigen, in Stuttgart laufen auch lauter Trolle rum. Ich merke das schon, Dago. Die sind sehr eigen. Die schwäbischen Albleute. Erst Donau. Ein paar Österreicher mitgenommen. Jetzt kommen die Schwaben dran. Ein vielseitiges Spiel. Schau doch mal in diese Höhle rein. Könnte eine Questhöhle sein. Ah, Riesenratten. Ja, die gibt's auch oft in Stuttgart. Trolle, Ratten. Räuber.
Das nächste stehen noch VfB-Anhänger da in der Dingens da, in der Höhle. Ja, als nächstes kommen noch die Dänen. Okay, war wieder eine typische Sinnloshöhle, wie der Simon so schön sagt immer. Nachts ist es wirklich mal ziemlich dunkel. Das war die Erkenntnis des Tages. Also die Erkenntnis der Nacht eigentlich. Ja, lauft's wieder in die Bombe rein, sehr schön. VfB-Anhänger haben heute einen guten Abend. Muss ja auch mal sein. Entschuldigung. Irgendein fürchterlicher Fluch hat sie befallen. Als könnte Erikura die Geister der Toten nicht mehr halten. Zuerst kamen plötzlich verschüttete Bergarbeiter aus alten Tunneln. Aber sie kamen nicht etwa zurück, um zu arbeiten. Oh nein, sie griffen wahllos Leute an. Ich habe die Wachen und neue Arbeiter hineingeschickt, später noch mehr Wachen, aber auch die kamen dann zurück. Niemand traut sich mehr in die Mine. Gorkun ist wütend, weil er seinen Kunden kein Salz liefern kann. Aber was soll ich da tun? Schauen wir mal rein in die Salzmine, in das Quest. Ach, die Zurückgekehrten, die gab es ja auch schon im Hauptspiel. Ich weiß aber nicht, beim welchen Akt? 2 oder 3? Put, kommt her, lauft sie nie? Okay, sind vorher schon tot. Dann vergesst es. Und komm, put. Bam. Na komm, geht sie noch nach, komm. So will ich sehen. Schön. Mag ich. Die Steine könnten aber ruhig ein bisschen mehr Schaden machen. So, ich erwarte da jetzt irgendwo einen Boss in den Minen. In den Salzminen. Der greift die Wand an, das ist auch immer clever. Ist auch so ein Schwabe. Die Wand angreifen. Alles klar, Tage und Sayuva, dann pennt's mal gut, ihr beiden. Und vielen Dank fürs Hosten, fürs Reinschauen, fürs Mitquatschen. Hat echt wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und echt noch gespannt, was sich noch so tut hier in Titan Quest, in dem neuen coolen Gebiet. Ja, bis zum nächsten Stream, Dago. Danke fürs Reinschauen. Und wir sind weiter in den Salzmine unterwegs.
Mach's vermutlich eh morgen weiter, so wie ich dich kenne. Ja, könnte gut sein. Könnte gut sein. Oh, was? Oje. Achtung, Musik. Der Jobe wacht gleich wieder auf. So, Optionsmenü. Audio, Musiklautstärke ein bisschen runter. Welcher Boss wird uns hier wohl erwarten? Oh, guck an. Ein rachsüchtiger Geist. Da klingelt's gleich. Doink. So, erstmal für Leben gesorgt. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich glaube, dass der ziemlich stark ist. Teilt auf jeden Fall schön aus. Ah, okay, platt. Easy. Easy. Ach, süchtiger Geist. Dann kann ich gleich den Sound wieder lauter drehen. Erstmal speichern, genau. Musiklautstärke wieder rauf. Oh, was ist denn das? Verzierter Siegelring? Oh, Quest-Item, schade. Wollte schon sagen. Neues tolles Set-Item. Leider nicht. Leider nur so ein Quest-Item, glaube ich. Ja, Aufgabengegenstand. Da kann man sich leider nicht entscheiden, ob man sich den behaltet. Also, er bringt halt leider keinen Bonus. Habe ich nichts täuscht, gibt es nur ein Quest-Item, was einen Bonus bringt. Das Schwert in Akt 2. Ring, Gold, 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 Gold. Noch mehr kannst du nicht tragen. So, ich glaube, wir sind durch. Dann werde ich mal eben den noch platt machen. So, und dann verkaufen. Und irgendeinen Typen anlabern wegen der Quest. Grüße, Soldat. Grüße. Hier bist du den weiten Weg aus dem Süden gekommen. Bist du auf einen richtigen Kampf aus oder auf richtige Beinlinge? dieser Ring. Ja, ich erkenne ihn. Er gehört meinem Mann. In der Mine. Aber wie? Bei der gehörnten Schlange. Dieser gierige Mörder. Als mein Mann abreiste, sagte sein sogenannter Freund und Geschäftspartner Gorkun, er würde ihn verabschieden. Aber er ist niemals abgereist, nicht wahr? Sie haben ihn getötet und seine Leiche in der Mine verscharrt, damit Gorkun alles allein gehört. Deswegen hat Brokdos in der Mine herumgespukt. Gib mir den Ring, Fremder. Ich muss ihn als Beweis zu Budorix bringen und Gerechtigkeit fordern. Na, gerne. Ich kann zwar meinen Mann nicht wieder zum Leben erwecken, aber ich kann zumindest sicher sein, dass Gorkun für sein Verbrechen bezahlt. Errungenschaft freigeschalten, Detektiv. Prozess vor den Druiden fordern. Ja, Erfahrungspunkte. Und Quest aktualisiert. Sehr schön. Dann wieder zurück.
Und fleißig Items aufheben. Yay. Musik ist schon geil. Hat sowas Keltisches irgendwie. So keltisch meditativ. Weil ich die ganze Zeit bra 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 von den Gegnern wäre. Ja, so richtig meditativ und schön. Mag ich gern. Wirklich viele Einflüsse, musiktechnisch. Sehr schön abwechslungsreich. Flatsch. Und eine königliche Truhe, yay. Und dann kann ich gleich wieder raus aus den Minen. Dürfte ich hier fertig sein. Die Hölle wäre für mich, ohne Minimap spielen zu müssen. Ja, ich glaube, da war ich noch nicht. Schauen wir da auch noch rein. Ich liebe diese langsamen Gegner. Da kannst du dabei schön, haust du eine Falle hin, gehst dabei looten und irgendwann 3 Stunden später stolpern die Falle rein. Okay, ich glaube, da sind wir durch und dann komme ich hier wieder raus. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, da geht's nicht mehr weiter, weil ich kann ja noch mit denen labern. Unsere Arbeit war schon immer schwierig und gefährlich, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Zieh deine Hose an. Ja, ja, die Mine ist wieder in Betrieb. Und es gibt auch keine aufsässigen Arbeiter mehr. Belenus sei Dank. Und dir sei natürlich auch Dank.